Moin moin ihr Spacken, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Call of Duty Advanced Warfare. Wir machen einfach auf Spiel fortsetzen. Yes, baby. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns das jetzt nur kurz geben. Hart ist tot, gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaitze. Bekannt als Hades, Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Ja, genau da haben wir aufgehört. Also nicht ganz, aber wir sollen jetzt mal zu dieser Tusnelda, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Da sind wir jetzt auf dem Weg und ja, anscheinend lädt er schon wieder lange. Das ist halt, wenn der PC neu gestartet wird und sofort Steam angeschmissen wird, Aufnahmeprogramm und los geht's. Und wieder, weiß nicht, braucht er ein bisschen zum Laden noch, weil noch ein bisschen überarbeitet ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich euch das Ganze ersparen, deswegen sehen wir uns Ganze im Spiel, meine Freunde. So, meine Freunde, da sind wir auch schon. Hat auch gar nicht lange gedauert dann. Also ich habe momentan echt ein crippliges Aim. Ich weiß auch nicht wieso. Moin. Ich weiß auch nicht wieso. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Noch, mein lieber Freund, noch. Okay. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Ja. Guten Tag, Sir. Sag das nie. Weil, wenn wir seinen Blick sehen von Kevin Spacey, dann... Das ist es. Nein. Wieso immer nur einer scannen muss, das verstehe ich nicht. Was los, Gideon? Lauf. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Herz synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hatte es uns gegeben. Und wir wissen, dass es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort. Alter. Erstmal eine krasse Flash in die Fresse. Hammer geil. Gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen.
All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster. Wieso macht Gideon nichts? Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Oh, Gideon. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los, jetzt! Alles klar. Zur Sicherheit, ne? Weil der war, glaube ich, nicht dort. Wir müssen hier raus. Los! Sofort. Lauf! Zum Fahrstuhl! Wer sind Sie? Freiheit! Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert! Wir können die Flüchtigen nicht abfangen! Endstation! Wir brauchen diese Türen, verdammt! Moment! Ihr müsst zum Dach klettern! Wir brauchen den Magnetgriff! Alles klar, Leute. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. So offen sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Hierüber! Ach da, lol. Alter. Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock. Alter. Na los. Springen. Mach ich. Alter Vater. Geht ja schon gut ab. Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter. Wie der Schwimmende. So hat man es aber nicht gelernt. Also ich zumindest nicht, oder? Ich habe es ganz anders gelernt. Also die Handbewegung ist ein bisschen falsch. Achso. Warburg. Was jetzt? Ihr müsst es für die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Das ist ein Argument auf jeden Fall. Nein, wenn er sich bewegt. Wir müssen den Kampf müssen wir erwidern. Auf unseren eigenen Freund. Aua! Ja, Hammer. Geil, ey. Vielen, vielen Dank. Beim Runterspringen gibt er mir einen Hit und natürlich sterbe ich ja dann. So, dann probieren wir es mal leise. Du denn, Kollege? Haben wir mal eine bessere Waffe? Huch. Was sind sie dann? Alles klar, ich komme gerade nicht nach. Moment kurz, gib mir mal kurz ein bisschen Zeit da, danke. Oh mein Gott,
die Gegner sind schlechter. Was ist das, ey? Alles klar, ey. Moment, ich muss mal kurz nachladen. Na, was habt ihr so? Alles klar. Ah, Moment, hier geht's rüber. Gehen wir mal kurz hier rüber. Gehen wir mal hier lang. Hallo. Hi. Halt doch mal deine Schnauze jetzt. Oh, Zivilisten drin, ist nicht gut. Wo werde ich dann eigentlich abgeknallt hier? Was ist das, Mann? Ups. Ja, Alter, ich bin grad. Erstmal warten, bis die Zivilisten. Jetzt. Weißt du was? Geht mir ein bisschen auf die Eier. Hier, ich muss Granatenkills machen. What? Wow, 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 wow. Wie soll ich denn das jetzt machen? Alles klar, läuft bei dir. Die Docks sind vor uns. Na Gott. Wir haben so eine schwule Wand. Wie gesagt, mein Aim ist momentan echt nett. Alles klar, ich steig auf das Boot. Was ist das, Alter? Hab ich. Ja, guck's dir nicht an, Junge, dafür haben wir keine Zeit. Was? Mit linker Maus hast du halten? Was zur Hölle? Und mit Pfeiltasten steuern? Ja, schneller geht nicht, Mädel. Ups. Nimm die Rampe. Bin dabei. Los, los. Oh, mal geil, ne? Boah. Alter, der Part gefällt mir schon gut. Wow. André, tauchen! Ja. Weiter! André, tauchen! Alter, jetzt übertreibt ihr es aber langsam. Oh. Oh, oh. Da ist eine Wand. Wir sind gleich da! Wo sind wir gleich? Was seht ihr da? Wir können Gideon nicht mehr trauen. Oh shit. Bitte, Idona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter. Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Kletterhaken. Oh Mann, Mädel. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Das ist schon fett. Wo? Feinde! Feindkontakt!
Danke. Wir haben ja dann immer Granaten, gell? Dann machen wir das doch mal kurz so. Au! Was ist zur Hölle? Ah. Oha. Schön aus der Hüfte, so wie man es gelernt hat. Gib mir nochmal eine Ball. Komm, wir spielen mal mit einer Ball. Kletter mit dem Haken den Turm rauf. Weiter nach oben. Mit dem Haken auf den Vorsprung. Lol. Wir brauchen den Magnetgriff. Das war jetzt gerade Fail. Habt ihr die Stimme gehört? Ich finde es so lächerlich, dass man erst so rechts, links drücken muss. Los, rauf auf die Hochbrücke! Alter, was ist denn das? Schlecht. Alle lassen über die Hochbrücke! Freunde, hinter den Paletten! Ich hab's gesehen! Au! Also das war jetzt gerade schlecht. Das war gerade schlecht synchronisiert, muss ich ehrlich sagen. Nicht verstecken, Kollege. Lebst du noch? Zu dem Kran und an ihm rüber. F. Vorsichtig! Alter, das muss anstrengend sein. Wenn du deinen Fehler machst, dann... Weiter! Spring, Mitchell! Alter. What the fuck? Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Warbert! Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung! Rein da! Jetzt! Sentinel. Alles klar, schauen wir uns kurz die nächste Mission an. Dann geht's weiter. Abschüsse, warte mal, ich muss mehr Abschüsse machen und Granatenabschüsse. Siehst du da? Ein bisschen mehr machen, noch 40 Stück. Heißt Granaten werfen, Leute. Was auch immer das bringt. Man kann ja immer verbessern, aber... Du hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission, die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hat uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Ja, mir bleibt ja wohl keine Wahl, ne? Mann, ich muss es ja wohl tun. Weil so will das Spiel ja haben, ne? Alles klar. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden. Mit denen wir trainiert haben. Und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Alles klar, meine lieben Freunde.
Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Wenn ja, dann unterstützt dieses Projekt durch einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich über jeden Kommentar mich sehr freuen. Und ja, einfach bis dahin. Euer Sevi. Macht's gut. Haut rein. Ciao.